Mein Name ist Sven Kempf, ich bin Kundenbetreuer, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Sindersfeld und ich kandidiere als Stadtverordneter für die SPD auf Liste 3. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ja, ich bin aus Sindersfeld, einem Stadtteil, und mir ist es besonders wichtig, dass auch die Stadtteile gehört werden, und somit möchte ich möglichst viel Gewicht von den Stadtteilen auch mit in die Stadt und damit in die Stadtverordnetenversammlung tragen. Von daher kandidiere ich ganz gerne wieder auf der Liste 3 der SPD auf Listenplatz 15 und hoffe auf möglichst viele Stimmen für uns. Warum trittst du gerade für die Liste der SPD an? Ja, also seit ich 15 Jahre alt bin, habe ich mich immer schon oder auch vorher schon mit Politik beschäftigt und bin dort in die SPD eingetreten. Das heißt, also ich habe dieses Jahr sogar mein 20-jähriges Parteijubiläum und ich war immer schon sozialdemokratisch angehaucht. Das heißt also etwas für die Menschen, die arbeiten tun, zu tun, und von daher war es naheliegend, auch für die SPD anzutreten. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Ja, ich finde, das Schlagwort oder das Thema in Kirchhain gibt es eigentlich nicht, sondern wir sind sehr, sehr vielfältig. Und ich finde daher herausragend den Wohnstandort, das heißt also die geografische Lage schon zu dem Industriestandort Stadtallendorf auf der einen Seite und Marburg als ja vielfältige Universitätsstadt mit ihren Arbeitsplätzen und Standorten, ja super. Das heißt also, Infrastruktur ist hier gegeben und ich glaube auch Familien können sich hier sehr, sehr wohlfühlen. Von daher ist es, denke ich, das als Wohnstadt für Kirchhain. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ja, auch hier ist es nicht ganz so einfach, wirklich die Themen rauszufinden. Ich würde das mal konkret auf drei festlegen wollen, die mir auch besonders am Herzen liegen. Das ist als Familienvater ganz einfach auch der Neubau der Kita, um hier auch Familien Perspektive zu geben, auch den Jüngsten unter uns, dann ein wunderbares Wohnumfeld und Spielumfeld, Entwicklungsumfeld zu bieten, aber auch der arbeitenden Bevölkerung im Zuge des Bahnhofs, der Sanierung hier Fortschritte zu erzielen und hier Bewegung reinzubringen, aber auch für die Menschen mit Behinderungen zum Beispiel einen barrierefreien Bahnhof darstellen zu können. Und das entwickeln wir ja gemeinsam mit der Deutschen Bahn. Und ich hoffe, da geht hier einiges in die richtige Richtung. Und als drittes Thema würde ich auf jeden Fall noch nennen, das Freibad hier auch zügig voranschreiten zu können und eine wunderbare Perspektive zu bieten für alle, die Spaß am Freibad haben. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ja, ich glaube, die Fähigkeit als Stadtverordneter gibt es nicht, sondern es können nur persönliche Fähigkeiten sein, die zum Beispiel sind ja Kooperativität, das heißt also wirklich mit anderen Parteien auch zusammenzuarbeiten, gute Vorschläge aufzunehmen und eigene zu entwickeln, aber auch Ehrlichkeit, dann wirklich frei raus zu sagen, wie man selber das Ganze empfindet. Und auch wirklich Wasser in den Wein sozusagen zu gießen, also nicht irgendwas versprechen, sondern hier wirklich ganz klar bei der Sache zu bleiben. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Ja, ich glaube, das kommt auf die Situation eher drauf an. Was ich aber gar nicht leiden kann, sind Diskriminierung gegen egal welche Art von Mensch oder Persönlichkeit, sondern man sollte immer auf der sachlichen Ebene bleiben. Ja oder 49 oder Wald statt Asphalt? Ja, also um das vorwegzuschieben, ich bin für den Ausbau der A49. Ich glaube, da gab es sehr, sehr viele entsprechende Argumente, die ausgetauscht worden sind. Die finde ich auch gut, die müssen auch Berücksichtigung finden. Andererseits hat es aber auch hier eine höchstrichterliche Entscheidung gegeben, die sollte man akzeptieren. Und ich finde aber auch, der Spruch Wald statt Asphalt sollte kein Ausschluss sein, sondern es sollte immer auch dafür Sorge getragen werden, dass hier entsprechende Ausgleiche passieren für die Rodungen, die leider passieren mussten. Hier entsprechender Weg auch gegangen wird, die Energiewende zu vollführen. Und von daher finde ich, können wir noch viel machen, um die Verkehrsinfrastruktur so zu entwickeln, dass sie auch nachhaltig ist. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Ja, das fällt mir sehr einfach, die Beantwortung der Frage, denn es ist noch nicht so lange her, als in den USA Joe Biden gewählt worden ist. Für den hätte ich sehr gerne Wahlkampf gemacht.
Nicht, weil ich mich jetzt so explizit mit dem Kandidaten auseinandergesetzt habe, sondern weil es mir wirklich ein Herzensanliegen war und ich habe in der Wahlnacht mitgefiebert, dass ja Populismus eine möglichst kleine Fläche bekommt und er kriegt wieder eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit und dafür würde ich immer wieder eintreten. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen